Ich war mir erst nicht sicher, ob es Liebe ist. Doch als du mit ihm zusammenkamst, war ich dann gewiss. Es hat mich tief getroffen, ihr habt euch geküsst. Ich war echt verstört, warum er und nicht ich? Ein paar Tage wart ihr glücklich, doch er nahm sich fast die Zeit. Ich hab viel mit dir gemacht, war zum Zuhören bereit. Hab es ihm gesagt, es tat ihm nicht leid. Und irgendwann war es dann soweit. Er hat gesagt, er macht Schluss. Und es sei wegen mir, ich hätte dich mehr verdient, sagte er zu mir. Was ist das denn? Ich bin ein Wesen, wenn das Liebe ist, die Zeit und dann das, nee. Er ist angepisst, du hast mit ihm geredet, dann war doch nicht Schluss. Doch du verstandest nicht, warum das wegen mir sein muss. Ich hab es dir erklärt, hab dir alles gestanden, als wir spätabends vor diesem Partyraum standen. Die nächsten Tage waren die Hölle, Mann, es ging mir richtig schlecht. Am Abend darauf war ich mit einem guten Kumpel weg. Ich hab mich weggesoffen, bin dann zusammengeklappt. Ich fiel in ein Loch und das Licht brach ab. Sag mir, wo ist denn das Licht? Ich sehe es seit Tagen nicht, hab es schon gesucht, doch der Gedanke an dich hindert mich. Zeige mir den Weg zur Sonne, den Weg ans Licht. Bitte sag jetzt nicht zu mir, sorry Mann, das kann ich nicht. Meine Mutter hat's verstanden, hat kapiert, warum ich mich besoffen hatte. Sie ist ja nicht dumm. Insgesamt ging es mir an diesem Abend echt nicht gut. Am Tag darauf war ich ja tot, sagte mir nur Mut. Doch was hilft mir jetzt der Mut in dieser Situation? Der verschwand auch recht schnell wieder. Und was bringt das schon? Jetzt hat er zu mir gesagt, er liebt sie nicht mehr, er macht Schluss. Ja nee, Mann, echt jetzt, ich hab es doch gewusst. Doch auch hier wird mir der Mut nichts helfen, der da kam, denn sie liebt mich jetzt trotzdem nicht. Und was bringt das dann? Jetzt sitze ich die ganze Zeit hier in diesem Zimmer und es wird Tag für Tag immer noch ein bisschen schlimmer. Die Sonne ist verschwunden, irgendwo scheint sie auch jetzt. Doch ich sitze hier allein im Dunkeln, bin schwer verletzt. Normalerweise geht die Sonne nach einer Weile wieder auf. Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie jetzt so lange braucht. Jetzt sitze ich schon tagelang in der Dunkelheit und kein Schimmer zeigt mir an, wo jetzt bald die Sonne steigt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich hab keinen Plan. Holt mich bitte einer an das Licht, wo man leben kann. Sag mir, wo ist denn das Licht? Ich sehe es seit Tagen nicht, hab es schon gesucht, doch der Gedanke an dich hindert mich. Zeige mir den Weg zur Sonne und den Weg ans Licht. Bitte sag jetzt nicht zu mir, sorry Mann, das kann ich nicht. Sag mir, wo ist denn das Licht? Ich sehe es seit Tagen nicht, hab es schon gesucht, doch der Gedanke an dich hindert mich. Zeige mir den Weg zur Sonne, den Weg ans Licht. Bitte sag jetzt nicht zu mir, sorry Mann, das kann ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das alles so krass finde, dass ich hier so stark für ein Mädchen empfinde. Nur 2 Wochen hab ich dich jetzt nicht gesehen. Nächtelang lieg ich wach, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten und wie soll ich jetzt mein Leben fortgestalten? Ich hab echt keine Ahnung, für mich ist das hier echt schwer. Sag mir, wo kommt jetzt für mich ein Lichtlein her? Sag mir, wo ist denn das Licht? Ich sehe es seit Tagen nicht, hab es schon gesucht, doch der Gedanke an dich hindert mich. Zeige mir den Weg zur Sonne, den Weg ans Licht. Bitte sag jetzt nicht zu mir, sorry Mann, das kann ich nicht. Sag mir, wo ist denn das Licht? Ich sehe es seit Tagen nicht, hab es schon gesucht, doch der Gedanke an dich hindert mich. Zeige mir den Weg zur Sonne und den Weg ans Licht. Bitte sag jetzt nicht zu mir, sorry Mann, das kann ich nicht.